Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Wir haben jetzt endlich das Geld für die versteckte Glocke, beziehungsweise für die versteckte Blockglocke zusammen. Das heißt, wir haben jetzt alle Glocken. Wir haben jetzt Toad, das und der Rest, oder? Wir müssen jetzt eigentlich alle Glocken haben. Yep. Toad, Schatz Mini und Block. Der Rest kriegt man alles im späteren Verlauf des Spiels. Das kann ich jetzt schon sagen. Wahrscheinlich. Ich würde einfach sagen, wir gucken jetzt hier weiter. Der Toad, den wir hier mit uns schleppen, ist ein Professor. Und wir haben jetzt eben, oder in der letzten Folge, alle Dings abgeklappert und haben jetzt endlich gesucht. Was haben wir hier? Steht hier. Grab hier für eine Überraschung. Und verfein vielleicht ein Schätzchen. Okay. Du sollst hier graben. Oh, wer hat das von einem Schatz gesagt? Ich hätte einfach mal graben sollen, auch wenn das Schild nicht lesen kann. Sorry, Mann. Aber es musste einfach sein. Wenn es mir das Schild gesagt hat, dann mache ich es natürlich auch. Kann ich mich nachlassen. Zoomen. Alles von Jump City. Ja, okay, das bringt mir jetzt nicht viel. Wir gehen einfach rein. Wir gehen hier einfach rein. Mehr haben wir nicht zu sagen. Einmal da durch. Weiß das Ganze hier. Und dann können wir weiter. Wir haben jetzt wieder 1000 Münzen. Das passt. So. Jetzt können wir auch erstmal die Schrift hier. Ah, es sind noch mehr von diesen Schriftzeichen. Sehen wir mal. Vier Toads blicken auf einen Ort. Champs Tempel erhebt sich dort. Ach, der Tempel von Champs. Die Uhr hat eine Uhr-Legende. Angeblich gibt es einst ein gewaltiges Gebäude in dieser Wüste. Erbaut von den alten Faltern. Doch bis heute hat es keine Spur davon gefunden. Aber es hält uns Archäologen im Geschäft. Die vier, wer drumherum sind, das Augen sind richtig gruselig. Es fühlt sich an, als würden sie mich beobachten. Herr, schreibst du da auf? Sehr gut. Nummer 2. Wo Pilze in den Himmel steigen, zeigen ihre Augen Feuerreigen. Kommt der so aus dem Auge? Das sieht nicht so aus, als wie jemand, das wir schon mal gesehen haben. Dachte ich mir. Was haben wir hier? Versammelt 6 und sage nie, das Feuergeist beschwöre sie. Das ist so eine Art Vogel. Ich habe keine Angst, dass er gerüstet wird. So, perfekt. Und das letzte. Das Pergamonton im Verstecke gut, spricht die Formel voller Mut. Die 6 sie helfen robust. Ja, meine Beschwörungsformel, warum? Wir stehen doch dann nicht hier. Was soll das hier dann bedeuten? Vielleicht geht es dort entlang. Ein Ding der Doktorarbeit. Der Rest muss ich in der anderen Seite der Tür finden. Ich fürchte, dieses Zimmer ist belegt. Den diesen Gast aus diesem Zimmer. Er trägt grüne Kleidung und einen Schnurrbart. Bei ihm gar nicht unähnlich. Und er sagt, dass er einige Händler vor Ort besuchen wollte. Vielleicht finden sie ihn ja dort. Ein Gast in Grün? Könnte es der gleiche Typ im Grün sein, den wir kennen? Hm, wie gesagt, das Zimmer wird renoviert, wie dem auch sei. Finden wir diesen Gast und bieten ihn hineinzulassen. Ja, das ist safe, Luigi. Safe, Luigi. Wir wissen ja, wo sie sich aufhält, in dieser komischen Lampe am Anfang. Luigi, mach deinen Laden auf und lass uns rein. Verdammter Mist. Ja, von mir aus tanz ruhig, ich wollte eigentlich gar nicht mit den Geräten reden. Also, Luigi! Mach deinen verdammten Laden auf und lass uns rein! Drehen Sie näher, drehen Sie näher. 100.000 Münzen zu gewinnen, bei nur 100 Münzen Einsatz. Gemacht, mitgelacht, Münzen nach Hause gebracht. Na, Spiel. Ja, okay, mach mein Spielchen. Sehr gut. Diese Dinge sind einfach, Sie müssen einfach nur meine Stimme erraten. Also haben sie 3 versucht. Sehen Sie beide, ist ganz leicht. Sie müssen nur meinen Gesichtsausdruck lesen.
Und? Wie sind Sie sicher? Ja. Falsch. Falsch. Ach, wie schade. Nächstens. Na doch, zwei Versuche. Das ist nicht. Schräg. Ja. Falsch. Nächster Versuch. Traurig. Ja. Falsch. Was? Du schade, falsch. Ich habe fürchte, ich habe kein Angewohnheit zu verwesen. Wie? Das kostet nur Münzen, aber verlieren ihre Kosten ihre Freiheit. Begeben Sie sich bitte in große Theater und zügigen Schritten. Was? Nein. Komm, einmal noch. Ich habe nicht mehr genug Geld. Ja, halt amüsiert. Und? Das ist richtig. Niemand gewinnt bei diesem Spiel. Ich meine, Glückwunsch. Sehen Sie nur. Wo ist jetzt mein Geld? Ich hab kein Geld mehr. Er hat mir mein Geld geklaut. Luigi, komm da raus. Hast mich gerettet, Mario. Wie hast du dieses Spiel denn gewonnen? Indem ich mir mein ganzes Geld ausgegeben habe, ey. Nein, fragst mich, ich will es nicht so wissen. Warte mal, ich habe den Pilzballschlüssel gefunden. Ja, wirklich. Seaweed-Schlüssel. Luigi, das ist der falsche Schlüssel, du verdammter Idiot. Ich muss nicht einfach glauben, aber er ist einfach in so einem Hotel rum, der Pilzballschlüssel. Wir haben sie hier einen tollen Pool, in dem bis nun urlaubsreif war. Luigi, tja, wie soll ich sagen? Was wie, ihr habt doch gesagt, den Schlüssel auf den Weg zu nehmen, damit es Essen öffnet. Und ich habe gedacht. Aber keine Sorge, ich gebe mich nicht auf. Ich will die Schlüssel finden und irgendwann komme ich hier wieder her, gewinne dieses Spiel. Bis dann. Gibt's übrigens Münzen? Der Bruder ist mit so einer. Er ist jetzt aber Lampe gekommen. Meinst du, wir haben jetzt ein paar Wünsche frei? 10.000 Münzen! Wir haben die Sweet-Schlüssel, jetzt können wir den Rest der Mantel noch ansehen. Also schuldet ihr uns noch zwei Wünsche. Ja, mein Geld! Mann. Ich hab mein Geld nicht. Tot. Frei. Komm ich auch nicht lang. Toll. Keine Ahnung, wie ich da noch hinkommen soll. Aber naja. So, das war schon da. Okay. Er ist wieder da. Okay, sehr schön. Ich dachte schon, dass er nicht mehr mitkommt. Oh nein, nein, er kommt noch mit. Gut, dann wollen wir uns das Rest der Mantmann-Reihe endlich mal anschauen. Wir brauchen sie unbedingt. Sonst haben wir ein riesen Problem. So, da. Falscher Schlüssel, Mann. Das hier ist der Schlüssel. Ich bin froh, dass wir über den Wandbild nicht einfach darüber tapaziert haben. Also, wenn sie so freundlich wären. Ah, natürlich, dann wollen wir mal. Da wird hier anscheinend nach einer alten Zeremonie dargestellt. Zugehörige Bewegungen sind recht deutlich festgehalten.
wird auch seltsam detailliert beschrieben, wer die Zeremonie durchführen muss. Der von jemandem mit einer melodischen Stimme, aber volle Kanne laut die Rede. Steht da so, ich bin nur Übersetzer. Das Ding jedenfalls ein bisschen nach dir, Olivia. Was ich unmöglich, melodische Stimme, volle Kanne laut. Ich habe schon eindeutig von vernehmbaren Stimmen und ich kann einen Ton einigermaßen halten. Aber ich weiß ja nicht, und wenn es hilft, die Luftschlange aus dem Sand zu kriegen, dann mache ich's. Was soll ich dann gehen mit dem Unterricht? Unterricht? Also, oh König, du musst uns helfen. Mehr, schneller, mehr Gefühl, es muss von Herzen kommen, sonst bringen wir die alten Fighter allerhöchstens zum Gähnen. Alter, was? Die sind auf jeden Fall kaputt. Es war ausgezeichnet, Olivia. Du bist bis für 10 Minuten. Gib dein Bestes. Ich werde alles geben. Vorher gucken wir aber hier noch, ob irgendwas ist. Ja, ein Schatz Mini zum Beispiel. Und ein weiterer Block. Wüstenturm. Sehr schön. Haben wir hier soweit alles? Nee, ne? Nee, fällt mir schon noch ein. 50 Schatzminis, okay. Hab Blöcke abgeräumt, aber noch nicht alles. Warte mal, top. Ich weiß. Geht noch das oder was? Toads gerade, wir haben nicht mal die Hälfte der Toads gerettet. What the hell? Ja, die könnten nur im Rest der Charm City verteilt sein. Ich glaube, einen riesen Stapel habe ich schon woanders gesehen. Deswegen bin ich mal ein guter Ding, dass wir die Toads noch finden. Aber wir wissen jetzt, was wir auf jeden Fall zu tun haben. Wir müssen diese Zeremonie jetzt abhalten. Dann wollen wir mal. Glück wissen wir ja, wo wir diese Zeremonie abhalten können. Einmal zack. Dann holen wir uns jetzt die Luftschlange. Da hat's auch kein Geld mehr. Aber das brauche ich für diesen Bosskampf später auch nicht. Das Geld wird überbewertet. Wir werden uns jetzt erstmal die Luftschlange holen und dann gegen den Boss antreten, weil wir wissen ja, es wird definitiv noch einen Boss geben und hier ist noch Geld. Haben wir dich übersehen vorhin? Egal, wir nehmen die Mützen mit. Also nicht, ist das wieder da? Nee. Ich glaube, das haben wir vorhin echt einfach nur vergessen. Naja, kann ja passieren, Leute. Kann passieren. Hä? War vorher auch noch nicht da. Okay. Oder noch einige hier vergessen. Ich habe keine Ahnung. Sind die doch alle wieder respawned? Doch auch hier wird was sein, oder? Hier ist nicht mehr, okay. So, wir haben das ja schon alles vorbereitet hier in einer der letzten Folgen. Der Tempelbeat. What the hell? Da ist er.
16-Zylinder hat funktioniert. Das wäre ein gewaltiger Schritt für die Wissenschaft. All die versteckten archäologischen Schätze, die nur darauf warten, mit den passenden Vorstellungen erweckt zu werden. Ich werde Stimmtrainer und einen Choreografen benötigen, aber ich muss warten. Gehen wir hinein, da treffen wir einen Gott. Oh Mann, ey. Okay, wir haben jetzt so viele Schnitte, dass wir langsam. Lass uns reingehen. Ich will keine Zeit mehr verschwenden. Ich will wissen, was da drin ist. Deswegen hat der Schnabel das voll geglüht. Da steht ja alles in Flammen. Moment mal. Und ich weiß, was mir gerade einfällt. Die um den Tanz vor der Wandmalerei aufzuführen, das ist doch ein bisschen so wie ein Tür der Feuer-Pekkermann schon zu klopfen. Das bedeutet, wir haben vielleicht den Hort des Feuer-Pekkermann schon gefunden. Vielleicht treffen wir es auch. Du wirkst so gar nicht überrascht, hast du es schon gewusst. Ich dachte mir schon, dass es passiert, ja. Lass doch mich einfach reden und reden. Okay, also das Feuer. Ich muss gestehen, diese ganze Pekkermann-Angelegenheit fällt nicht unbedingt auf mein Fachgebiet. Trotz meiner Neugier werde ich mich an dieser Stelle ausleihen müssen, fürchte ich. Nebenbei habe ich schon erwähnt, dass ich fürchterliche Angst vor Feuer habe. Aber für sie hätten etwas sagen sollen. Warum warten sie nicht hier und wir versuchen nicht vorzugucken, während Mario die Sache erledigt. Ja, Mario muss sowieso die ganze Scheiße erledigen, mal davon abgesehen. Ja, wer ist denn der Ort hier? Tempel der Feuer. Okay. Keine Toads gibt's. Das ist interessant. Okay. Versteh. Einmal. Ich habe es aber verstanden, wie es geht. Eins, zwei, zack. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Durch. Ja, es ging noch sehr einfach. Einmal hier diese Lücke schließen, passt. Einmal Speichervorgang ist abgeschlossen und dann gehen wir mal weiter. Ja, der verdammte Paragooper, Mann. Einmal Schnips für umsonst verwendet, ey. Okay. So ganz ehrlich mit euch habe ich glaube ich das wenigste Problem. Wir machen jetzt folgendes. Haben wir noch einen Sprung offen. Lass mir euch den Goldsprung ausführen. Ich brauche unbedingt ein paar Münzen. Also gebt Ruhe. Euch gibt es den goldenen Hammerschlag. Bam. Das war's für alle. Somit können wir uns die Show sparen. So, aber einmal die Löcher hier, beziehungsweise die Lücken füllen. Da haben wir das. So. Aha, Pappmachos hier. Zu. Aha. Aha, ouch. Verstehe. Oh Gott, das kann heiter werden, ey. Scheiße. Ich
hinten am besten mal anschleichen. Und er ist verbrannt. Nice. Das sind eigentlich nur alle verbrennen. Down. Sehr schön. Für das Herz. Gut, dann können wir weitermachen. Wir haben ja eigentlich alles gelöst. Dann geht's auf zum Feuer. Also eine neue Fähigkeit. Autsch. Und hier müssen wir einfach nur. Geben wir mal später. Zum Glück nicht. Autsch. Natürlich, wir werden verdammt damit verbrannt oder was? Pilz. Ich wollte einen Pilz haben. Okay. Das ist vollkommen okay. Können wir uns jetzt hier diesen... Nein, können wir nicht. Schade. Hinsetzen. Sofort. Bevor in euch was passiert. Nutzen wir uns lieber hier diese Aufwärmphase. Auf jeden Fall sehr, sehr... Setz mich hin, setz mich hin! Setz dich, Mario! Oh! Die! Es ist schwer! Ich weiß nicht, wie ich an diesen Scheiß rankomme. Autsch! Ohne mich zu verbrennen, am besten natürlich! Das nehmen wir mit. Geht's weiter? Geht's hier weiter? Ja. Okay. Ja, dann haben wir es schon mal geschafft. Gut. War mit Ach und Krach, kann man sagen, aber wenigstens haben wir es geschafft. Endlich. Weiter. Es ist so ein verrücktes Castle, kann man sagen. Naja, wollen wir mal weitermachen. Ich glaube, ich würde jetzt auch nochmal einen Pilz nehmen, einfach so. Weil meine Leben schon etwas wenig jetzt sind. Und dann wollen wir jetzt zum Feuertypen gehen. Schon wieder? Du verbrennst es. Du? Autsch. Autsch. Ja,
natürlich werde ich hier jedes Mal verbrannt oder was? Sehr schön. Die haben natürlich nicht alle 5 jetzt selber verbrannt. Läuft bei denen. Habe ich zwar trotzdem mal getroffen, aber ist egal. Danke fürs Herz. Ey. Gar nicht mal so einfach, warte. Ich bin nochmal zurück. Was war da denn los? Ich dachte, da geht's euch mir runter, weil da so eine Einkörbung ist, aber nein, leider nicht. Okay, ich habe alle Blöcke, oder? Ich glaube, ich hatte alle Blöcke. Dass der da war, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Wurden. Gucken wir mal. 3 Ringzüge haben wir. Wir brauchen nur 2. Hoho! Scheiße, kann ich überhaupt erreichen? Hey, ne? Ja, ich kann nicht erreichen, weil die fliegen. Fuck! Ja gut, was machen wir da? Schweif. Scheiße, ich konnte die überhaupt nicht erreichen. Nichts passiert, ich brauche unbedingt was. Okay. Scheiße. Ich brauche Toads. Ich habe keine Ahnung, wie ich die anordnen kann. Toads, ich brauche euch. Danke für den Pilz. Und fürs Herz, das habe ich gebraucht. Nachdem, was ich hier schon mal alles habe, brauche ich das Herz definitiv. Goldstiefel. So kriege ich wenigstens mein Geld zurück. Und gleich noch einmal. Ihr habt es nicht anders verdient. Sehr schön. Wir sind jetzt zwar wieder 2000 Münzen, aber das ist egal. Ich sehe da 2 Feuerbrüder, okay. Die sind höchstwahrscheinlich nicht gut auf mich zu sprechen, ne? Alles ist... komm. Als ob der jetzt extra auf mich zugesprungen kommt. Aber okay, okay, ist okay. Der mit C2 Züge und damit kann ich ihn eigentlich sehr schön positionieren. Auch die bekommen den Goldschuh ab. Und die überleben das! Oha, dann noch einmal, weil die Feuerbrüder sind sehr, sehr stark. Wenn die das überleben, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen müssten wir sie jetzt rausnehmen. Wir hatten gar keine andere Wahl. Ich ist eigentlich aber auch einfach jetzt, oder? Zack. Wenn der erste mich jetzt dann... Nehmt trotzdem die Goldschuhe extra, einfach so. Wenn ich den ersten jetzt anstöpfe, dann seid ihr weg. Ja, passt. Ich muss halt erstmal wirklich die Feuerbrüder weghauen. Sonst hatte ich ein Problem. Achso, da komme ich gar nicht hin, okay. Ich weiß aber, wie ich da rüber komme.
diesen Feuerkollegen. Einmal ein Sprung auf dich, dann haben wir es. So, ich muss jetzt. Shit. Ich brauche Totopferung. Wir kriegen ja jetzt so viel Geld. Können wir uns das leisten? Ha, sehr schön. So. Ich würde erstmal sagen, dass man die mit den goldenen Stiefeln auf jeden Fall weghauen. Damit sind die weg. Und ihr bekommt den goldenen Hammer ab. Down! 31. Sehr schön. Denn mit dem Hammer bekommt man die tatsächlich einfach weg. Hätte ich zwar nicht gedacht, aber ist halt so. Feuerblume. Sehr schön. Auch alle Schatzminis, oder? Haben wir alles? Ja, Tempel ist eigentlich so weit fertig. Fehlt nur der Boss. Könnte schwierig werden. Zack. Scheiße, ich dachte, ich kann antäuschen, aber kann ich leider nicht. Durch. Boah, ich habe die letzten zwei Blöcke, glaube ich, noch gemacht, oder? Nee, warte, hä? Blöcke hatten wir schon, ne? Ach so, ich muss nur die Fragezeichenblöcke abräumen. Nicht die ganz normalen. Ich dachte, ich muss auch die ganz normalen mitmachen. Nee, nee. Okay, nur die Fragezeichenblöcke, wie es aussah. Da oben wird das Feuer. Pegamaton sein.